Ballermogulis, verehrte Sirs, Ladies und My Lords. Endlich zur 9. Episode von The Rogue King. 8. Episode hat ja so eine kleine Story hinter sich. Aber ist jetzt zum Glück auch vorbei. Nie wieder Folge 8 aufnehmen. Bitte nie wieder. So. Der Krieg ist gewonnen. Die Invasion der Triarchie und Dorne ist abgewendet. Und jetzt können wir uns neuen Taten zuwenden. Was steht an? Zum einen, ich hoffe, dass ein gewisses Event jetzt bald kommt. Und da werde ich jetzt, ich hatte glaube ich gesagt, ich will es am Ende der letzten Folge machen, aber dann habe ich ja gesehen, dass es dann womöglich wieder Schwierigkeiten bei der Aufnahme gibt. Gab es aber zum Glück wohl nicht. Da hat nur das Vorschaufenster von OBS mir einen Streich gespielt. So, also, was kommen wird, oder was ich hoffe, dass kommen wird, ist ein Event, wo Daemon sagt, okay, ich habe die Stepstones erobert, was mache ich jetzt? Da hat man mehrere Optionen zur Auswahl. Punkt 1. Punkt 1, man behält die Stepstones und als unabhängiges Königreich und okay. Das war's dann. Dann herrscht man als über die Stepstones erstmal weiter. 2. Wir unterwerfen uns unserem Bruder. Das heißt, wir werden dann ein Vasall des Eisernen Throns. Ich nehme mal an, die Stepstones werden dann ein neues, großes Gebiet unter dem Eisernen Thron, so wie es der Norden ist, so wie es die Stormlands sind, so wie es die Reaches. Also, dass wir dann ein Lord Paramount werden, das denke ich dann mal. Punkt 3. Wir greifen unseren Bruder an und versuchen von den Stepstones aus den Eisernen Thron zu erobern. Okay. Bold move, aber okay. Punkt 4. Wir machen das, was in der Lore geschehen ist. Und wir geben die Stepstones auf und kehren einfach als Privatmann nach King's Landing zurück. Das würde dann im Spiel bedeuten, dass wir Daemon verlassen und als Viserys weiterspielen. Ehrlich gesagt, sehe ich den spielerischen Vorteil oder den spielerischen Nutzen darin nicht. Weil wenn man Viserys spielen kann, dann könnte man auch direkt als Viserys anfangen. Deshalb, keine Ahnung, warum man das machen sollte. Jetzt aus Gameplay-Sicht. I don't know, aber okay. Ist eine Möglichkeit. Vielleicht ist das so eine Vorbereitung darauf, wenn man landlose Charaktere spielen kann. Vielleicht wird es dann so geändert, dass man die Stepstones aufgibt, aber als landloser Daemon weiterspielen kann. Das wäre vielleicht ganz interessant. Aber na gut. Und dann gibt es Version 5. Wir greifen die Triarchie an, um die Triarchie zu erobern. Auch ein interessanter Weg. Aber warum ich so sehr darauf hoffe, dass dieses Event noch kommt. Ich glaube, jede einzelne dieser Optionen beinhaltet auch, dass alle Holdings, dass alle Piracy Holdings in Feudal Holdings umgewandelt werden. Dann hätten wir dieses ganze Zeug hier mit, dass wir falsche Regierungsformen irgendwie unter uns haben oder falsche Gebäude Formen haben, nicht mehr. Und deshalb hoffe ich sehr, 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 dass das jetzt noch in irgendeiner Art und Weise kommt. Meinetwegen dann auch irgendwie wie als Abschluss dieses Krieges irgendwie, aber ich hoffe, dass diese Möglichkeit noch kommt. Sonst muss ich hier echt mal gucken, wie das geht. So, genau. Und, na gut, das ist das eine, worauf ich hoffe. Und was jetzt demnächst natürlich noch ansteht, ist, dass unsere Frau ein Kind bekommt. Dass wir dann einen Erben bekommen. Außerdem, hier sehen wir schon Pay Ransom. Wir haben hier, ich glaube, was war das? Warum kam da ein USB-Geräusch? Ich weiß nicht, ihr müsst es, ich weiß nicht, ob, schon wieder? Ich weiß nicht, ob ihr es hören konntet. Ich glaube, ich nehme direkt nur das Audio vom Game auf. Es kam gerade so ein USB-Einstöpsel- und Ausstöpselgeräusch. Das macht mir gerade ein bisschen Angst. Aber naja.
Hier, wir haben hier vier Leute, die wir auslösen können gegen Geld. Hier einmal Lady Denise Lemonwood, die will sich. Ja, aber die kann doch nicht das ganze Geld hier aufbieten. Das soll die schon mal schön machen. Solange kann sie dann noch irgendwie bei uns im Kerker sitzen. Hier, aber die soll schon hier schön mit den vollen 100 Golddrachen ankommen. Ich bin mal ganz. Frage, die ist ja eine Dornische. Dorne ist zurzeit noch unabhängig. Die müssen dann doch eigentlich eine eigene Währung haben. Seltsam, wenn Dorne, das unabhängige Dorne, mit Golddrachen bezahlen würde. Da habe ich noch nie drüber nachgedacht. So ist sowieso dieses System der Währung, glaube ich, meiner Meinung nach ein bisschen noch untererklärt irgendwie im gesamten Kosmos, aber naja, ist auch ein sehr komplexes Thema, kann ich verstehen, dass Martin sich da jetzt nicht nochmal extra dafür irgendwie irgendwas erklärt. Hat sowieso genug um die Ohren, der Mann. Naja. Dann haben wir Vanyo Draha. Der gehört zu den Drahas, hier zu den Crabfeeders. Den behalten wir einfach mal. Da wird sowieso jetzt demnächst zu einem Konflikt kommen. Weil hier der blinde Bruder des Crabfeeders, das hält hier sowieso noch zwei Inseln. Die nicht ihm gehören. Also die eigentlich uns gehören sollten. Deshalb, der bleibt mal schön bei uns. Dann nehmen wir Senelle Myrtain. Ist eine Dornische, will sich für 10 Euro. 10 Euro wollte ich gerade sagen. Für 10 Gold. 10 Stück Währung, so nehme ich es einfach mal. Auslösen. Soll sie machen. Dann haben wir Magister Gamallo. Das ist einer aus der Triarchie. Der kann auch für die 50 Währungseinheiten aufbieten. Deshalb soll ich das schon machen. Weiteren habe ich noch zwei Ämter zu besetzen, tatsächlich. Captain of the Household Guard. Da nehme ich. Ja. Jaceres Velaryon. Der letzte Velaryon aus dieser Linie. Ich zeige es einmal kurz. Ja, aus einem. Stammt von dem Bruder der Sea Snake ab, Monteres Velaryon. Und ich glaube, alle diese Söhne, die sind im Krieg für mich gestorben. Der hier vermutlich auch died in captivity. Und die hier auch. Der hier erst im letzten Krieg. Und auch wenn unser Daemon echt herzloser, kalter Typ ist, gerade da wir ja mit den Velaryon sehr eng verbündet sind und auch durch Heirat verbunden sind, wird er das etwas anerkennen. Und ihm jetzt zumindest Posten geben. Mit der Option auf mehr später. Ich weiß da auch schon. Ich habe da auch schon was. Und dann hatte ich noch was anderes. Moment, das geht hier ganz schnell. Hier Legends. Dieses System habe ich ja noch nie ausprobiert. Da ist hier in der Mod auch noch sehr unterrepräsentiert ist. Dass eine quasi eine Legende über jemanden erzählt wird oder dass man sich eine Legende irgendwie, mein Gott, zunutze machen kann. Das ist aktuell gar nichts. Aber da werden wir hier mal einen Court Chronicler einsetzen. Ich glaube, das passt ganz gut zu Daemon. Er ist so ein bisschen so ein eitler Typ ist und der will dann auch schon, dass schön, dass über seine Heldentaten, über seine Feldzüge hier schön was schön festgehalten werden. Ich habe zuerst mit dem Gedanken gespielt, weil sie die Einzige ist, die gut für diesen Post geeignet ist, hier Königin Layna zu nehmen. Aber ich finde, es passt irgendwie nicht. Irgendwie, dass sie als Königin das irgendwie macht, weiß ich nicht. Klar gibt es vermutlich auch irgendwie, gab es auch irgendwie in der wirklichen Historie, wie das wirkliche Royals da Aufzeichnung angestellt haben, aber weiß ich nicht. Nee, ich nehme da eher den Owen Beesbury, der hier bei uns bei Hofe ist. Den setze ich hier mal ein. Was kann ich hier machen? Search for Legends.
Regular Duties. Mystic Legend. Your court chronicler will search the records to find reasons to immortalize you as a legend. Ja, das klingt gut. Das klingt gut, das soll er machen. So, dann haben wir das. Und jetzt würde ich mal sagen, lassen wir weiterlaufen. Okay, da kommt das Geld rein. Wie vielten Monat ist Lena jetzt eigentlich? Im 6. Okay. Achso, dieses Pay Ransom, das ist nach wie vor die... Was? Achso, jetzt... Achso, jetzt will sie gar... Das ist jetzt wer anders. Achso, okay. Die ist ebenfalls bei uns im Knast, will aber diesen Griffin Ethers auslösen. Für 50. Ja, okay, soll sie machen. Was ist das? Achso, das wieder. Nee, den behalten wir. Den behalten wir schön hier. Übrigens jetzt noch mal ein kleines Wort zu unserem Bruder, ne? Hier, was ist das? Demand Trial by Combat? Wer ist das? Raid Maiden? Ein... Jemand aus der Triarchie? Ah, nee! Einer unserer Vasallen? Ah, okay, die sind vermutlich noch, vom Eroberungskrieg ist der, Dings, gefangen. Der verlangt jetzt ein Trial by Combat. Okay. Oh, ich sehe hier gerade was. Sein Erbe ist Magister Kostos von Myr, der ehemalige Triarch. Also heißt das, wenn wir ihn jetzt im Trial by Combat töten, dass wir diese Lordschaft verlieren? Ich glaube, so weit denkt Damon nicht. Ich glaube, so weit denkt er tatsächlich nicht. Deshalb werden wir werden es jetzt machen. That I choose a champion to fight on my behalf. Nee, ich bin mein eigener Champion. Das ist mal sowas von klar. Er hat 16, wir haben 43. Ich sag einfach mal. Das ist nicht er. Ach so, ah, okay. Er kämpft nicht selbst. Deshalb, okay. Alles klar. Dann wird er dabei auch nicht sterben. Wir kämpfen hier gegen Entrims Malis. Also sein Champion Malis kommt auch. Also wir kämpfen Nemaro. Nemaro wird zum Schauplatz des Gefechts gebracht. Malis auch. Formalitäten sind kurz. Jetzt geht's los. May the best. So. Malis und ich umkreisen einander. You have to fear some sword while I grip my own dark sister tightly. Entschuldigt, wenn ich das jetzt nicht im Einzelnen irgendwie immer übersetze und vorlese, das ist im Grunde immer so ein bisschen derselbe Text. Ja, ich bin hier der schnellste, schwerste Schwertkämpfer auf den Stepstones. Wir greifen zuerst schnell an.
meine Form, meine Haltung ist gut, mit nur ein paar kleineren Schwächen. Mal ist es, ja, so passabel. Wir sind gleichwertig. Der Vorteil ist auf Messerschneide. Greifen weiter an. Deep into action, launching a flurry of quick slashes, driving myself hard against Marley's guard, wearing him down with each expertly timed strike. Unexpectedly, also unerwarteterweise, gelingt es Marley's einen Tritt gegen mein Kinn zu machen. Das ist jetzt furchtbar ausgedrückt, aber ja. Machen und bringt mich ins Straucheln. Die beiden Dinger fallen für mich weg, weil sie dagegen sprechen, dass, weil sie ausfallen, weil ich zornig bin als Charaktereigenschaft. Deshalb mache ich das. Quasi genau dasselbe. Ich nehme nochmal das hier. Ah ja. Ich kämpfe so, wie Wasser fließt. Flexibel, aber unaufhaltsam. Marlis stürzt sich auf mich, brüllt unzusammenhanglos und wirbelt sein Schwert mit aller Macht gegen wie ein verzweifelter Amateur. Ich treffe den Angriff mit einem gut kalkulierten, schnellen Streich, der meinen Gegner in der Brust trifft. Punching through his sternum. Ich weiß nicht, was Sternum heißt. Die Vokabel kenne ich leider nicht. Aber vermutlich durch seinen Brustkorb. Bevor, okay, also wir machen ihn platt. Wir töten ihn, so. Wir gewinnen dieses Driver Combat und damit hat sich das auch erledigt. Ja. Die sieben lächeln heute auf mich herab. Okay, hier haben wir gerade was. Da kam gerade eine Nachricht. Also, wir haben den Kampf gewonnen. Das ist served. Da ist es. Da ist es, meine Freunde. Das Event, auf das ich gewartet habe. Die Triarchie wurde gezwungen, meine Herrschaft zu akzeptieren. Und hat sich nach Essos zurückgezogen. Ich habe bewiesen, dass die Stepstones mein sind. Und ich werde sie nicht einfach so wieder verlassen. Mein Reich ist stark, vereinigt unter meiner Herrschaft. Ich stehe nun vor einer Entscheidung. Im Osten liegt mein langjähriger Feind und leckt seine Wunden. Ich könnte zuschlagen, solange sie schwach sind. Und dieses Reich unter meine Herrschaft zwingen. Im Westen sitzt mein Bruder auf dem eisernen Thron. Auch wenn ich ihn liebe, weiß ich, er ist kein wahrer Drache. Wage ich es vielleicht, ihn herauszufordern? Ich könnte außerdem meine Loyalität dem eisernen Thron erklären. Ein neues Königreich dem eisernen Thron zu unterwerfen, ist doch sicher seinen Preis wert. Und außerdem könnte ich einfach jetzt hier meine Herrschaft beginnen.
Also. Trieschi erobern. Den eisernen Thron erobern. Die Stepstones dem Königreich von Westeros einverleiben. Einfach die Stepstones weiter regieren. Oder, zurückkehren zum Eisernen Thron. You will play King Viserys of the Iron Throne. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, warum man das machen soll. So. Und hier, wo steht es? All Pirate Den Holdings in the Realm will become Castle Holdings. My Pirate Captaincy Vessels will change to Feudal. Change your government to Feudal. Da haben wir es. Aber, was machen wir denn jetzt? Ich habe drüber nachgedacht. Eigentlich für Daemon machen nur die beiden Eroberungsdinger Sinn. Ja, entweder die Triarchie zu erobern oder den Eisernen Thron zu erobern. Ich habe da ein bisschen drüber nachgedacht und dann habe ich den Eisernen Thron ausgeschlossen. Es würde durchaus für Daemon Sinn ergeben, da seine irgendwie versuchen, sein Geburtsrecht wieder zu erlangen. Er ist ja enterbt worden zugunsten von Rhaenyra. Aber das ist jetzt eher so ein Metagrund, warum ich das nicht mache. Also es hat auch persönliche Gründe für Daemon. Es würde immer noch bedeuten, Krieg gegen seinen Bruder zu führen. Ja, gegen seinen Bruder. Was ja auch nicht so eine leichte Entscheidung ist. Aber es ist, hat einen Metagrund. Wenn wir das machen würden und gewinnen würden, dann würden wir halt erneut den Targaryen-Herrscher von Westeros spielen. Und ehrlich gesagt, das haben wir jetzt damals mit Legacy of Summerhall halt schon ziemlich lang gemacht. Und deshalb habe ich mir überlegt, es würde halt auch jetzt für Daemon strategisch viel mehr Sinn machen, die Triarchie zu erobern. Weil er hat sie schon zweimal besiegt. Die haben keine Drachen. Viserys hat Drachen. Weil da würden wir auf jeden Fall. Moment, wie viel Drachen verfügt Viserys überhaupt? Ich glaube nämlich nicht, dass wir zumindest Syrax, also den Drachen von Daenerys wollte ich schon sagen, von Rhaenyra. Und ich weiß jetzt auch nicht, ich könnte mir vorstellen, dass die Velaryons dann eher gezwungen wären, auf Viserys Seite zu kämpfen. Weil die sind ja immer noch seine Vasallen. Und dann würden wir gegen ihre Drachen auch anstehen. Nee. Also, die Triarchie hat er schon zweimal besiegt. Gerade erst jetzt, letztens erst. Die sind immer noch vom Krieg geschwächt. Macht absolut Sinn, jetzt nach Essos zurückzukehren und die Triarchie zu erobern. Und deshalb werden wir das machen. Direkt der nächste Krieg ist am Start. I shall conquer the Triarchy. Draconic Subjugation. Casus Belli. Alles klar. Ups. Da sind wir erneut im Krieg. Es geht um alles. Wenn wir gewinnen, gewinnen wir dieses ganze Gebiet. Die gesamte südliche Meerenge ist dann in unserer Hand. Und ja, also,
Oh, die Folge ist schon vorbei und das ist doch ein wunderbarer, wunderbarer Abschluss. Ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn die Drachen nach Essos zurückkehren. Ich bin schon sehr gespannt, was da dabei rumkommt. Also, haltet die Ohren steif. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein, Leute.